Wenn Sie in den Supermarkt gehen und Sie stehen vorm Joghurtregal, die Musik, die Sie da hören, die suggeriert Ihnen schon, welche Joghurtmarke Sie kaufen wollen. Und dann gehen Sie rüber an die Wursttheke. Und an der Wursttheke klingt doch alles ein bisschen wie... Und am stärksten halluzinieren wir Menschen unter Schmerz. Auf dem Weg zum Zahnarzt würde alles klingen. Und intelligente Menschen wie Sie, wenn wir in Berlin zusammen in die Disco gehen und Sie schauen sich da um, dann denken Sie doch auch, hey... Laura, du wärst niemand gescheit. Irgendwo in der Ecke steht Anneliese, bohrt sich in der Nase und muss sich natürlich sagen lassen. Und so läuft der Abend, Sie haben schon ein bisschen was getrunken an der Bar und sagen sich selbst, hey. Drei Bier. Dann bestellen Sie besoffen, um Mitternacht kommt die Rechnung, Sie schauen drauf, es ist wie immer viel zu teuer. Aber Sie müssen auch gar nicht bezahlen, denn der Barkeeper hat einen ganz anderen Vorschlag für Sie, der sagt zu Ihnen... Komm, sing für den BMW. Ja. Und dann singen Sie uns zwar das bekannte Lied von Michael Jackson, Da geht der Gärtner. Und Michael Jackson soll ja mal zu Florian Silbereisen gesagt haben. Aber vielleicht sind das doch alles nur Halluzinationen unseres kreativen Gehirns. Vielen herzlichen Dank.